sicher? Ja, ja. Okay. Die Erfahrung habe ich schon gemacht. Das ist egal, wo die hinschmeißt, macht immer dann das Lager aus voll. Das ist okay. So. So. Was schreibt er? Ich kaufe erst ein Game, wenn Dual Universe rauskommt. Ja, das könnte aber noch dauern. Vor allem, da bin ich auch noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so funktionieren soll. Ein Universum, so viele Spieler, mit so vielen Baumöglichkeiten auf einem Server? Ich weiß nicht. Hast du jetzt noch ein leeres Lager? Ja, hab noch eins. Wo? Hier. Wo ist hier? Achso, hier. Der ist hier. Ja, willst du mal hinstellen? Ja, hier, nimm halt. Ich wollte so gerade. Ist okay. So, Kaby, noch irgendwelche Wünsche? Harzhammer 8 Stück, 16 Gemisch. Naja, das reicht, glaube ich, erstmal. Okay. Du musst sowieso mal nachgucken, was er geliefert hat. Ich sehe das Raumschiff nämlich nicht. Okay. Das wird weniger ruckeln. Weiß man nicht, Ron. Ich lege für das Spiel noch keine Hand ins Feuer. Genauso wenig wie für Kingdom Come Deliverance. Wenn es ganz blöd läuft, dann krepiert es auch. Ganz so. Zu Anfang, wie lange gibt es das jetzt? 3 Wochen? Das hier, glaube ich, ja. Kaby ist dann schon Posey, kommst du? Na gut, dann mach ich nichts mehr. Wobei, Kaby, mach mal kurz einen Break. Weil hier drin wird es warm. Fällt mir gerade so spontan auf. Wie was? Eine Pause. Weil wenn du dein Sach hier ablegst, dann spawnst du eh wieder hier auf dem Planeten. Ja, gut, okay. Können wir ja machen. Soll ich meine Sachen wieder ablegen hier? Ja, oder? Ja, mach das. Die bleiben ja dort. Dann muss ich hier dann nur kurz ins Habitat reinkuscheln. Das ist gespeichert. Posey, machst du das auch? Was denn? Dein Inventar ablegen. Ich hab doch nichts drin. Achso, auch gut. Dann war ich nur kurz, bis ich gelieft hab. Weil dann sehr gerne mehr. Dann sehen wir uns gleich wieder nach einer kurzen Pause und bis gleich. Oder willst du es nicht laufen? Nein. Nämlich nur rum. Was? Nein, ich stehe hier. Hä, du backst bei mir gerade voll rum. Ich bin hier. Ich bin bei dir. Alter, du liegst da. Du liegst da. Nein. Du tot. Bei mir liegst du hier. Ich bin aber gerade bei dir. Und ja, jetzt? Jetzt springt deine. Also, du liegst auf der Seite, ne? Ja. Und du springst bei mir gerade. Lol. Also, Posey, komm, lass uns losdüsen. Ja, gleich. Was? Bist du noch nicht fertig? Ich will den einen. Nee, und du musst jetzt Lager aufgefüllt sein, oder? Alles voll und da drüben ist auch alles voll, oder? Ja, okay. Gut. Ja, ja, sieht so aus. Ja, guck hier mal, das sind jetzt 6 Lager schon wieder voll. Ja, die sind auch gleich wieder weg. Boah, kannst du mal aufstehen, du faule Sau? Ich hab hier auch 3,5. Achso, warte mal, können wir gerade noch eins mit hochnehmen, wenn wir schon dabei sind. Das Ding ist. Also, Hydrazin auf keinen Fall. Leere Lager kannst du mitbringen. Leere Lager, okay, gut, können wir machen. Wir haben kein leeres. Ja, doch, da klopfen wir schon irgendwas zusammen. Da nehmen wir das Organische nämlich ins Inventar, die 2 Energien nehmen wir mit und dann bringen wir das leere Inventar mit, weil Energie können wir da oben immer noch gebrauchen. Ja. Obwohl wir schon wieder 6 leere Lager, 6 volle Lager mit Hydrazin, ne? Ja. Aber die lässt man da, ich hab hier genug. Gut. Sieht aber so witzig aus, wie du hier. Du liegst im Raumschiff. Du liegst im Raumschiff, ne, das war's für mich jetzt, ey. Ach jetzt. Ach, Posey. Kannst du mir nicht verstehen, dass ich auch mal müde bin? In-game. Hm. Ja, jetzt muss er sich mute und abreagieren, ich merk schon. So, wo ist denn der Freak? Für die Thumbnails oder sowas. Was, wie? Da hast du dich eigentlich entmutet und so weiter auf Twitch. Ja, hab ich. Ja, ich weiß nur, das hast du schon ein paar Mal nett gemacht. Ja, es war beabsichtigt, da war mein Dialekt komisch. Ach so. Wieder müsstest du dauer muten. Da ja, muten, jetzt aber. Jetzt? Herr Kaby, das finde ich aber nicht in Ordnung. Auch ich kann kein Hochdeutsch reden, so ein Dreck da, das braucht kein Mensch. Sabalot. Jetzt ist aber langsam echt hier die Frage, was hier mal abgeht. Hallo, Mr. Exotischer Planet, Kaby, steuer mal, der Tubdüsende Planet, benutzt die. Nein, andere Richtung.
Ich sag's ja nur, laber mal hessisch, mein Freund. Ah, jetzt. Ah, was? Der Krüppelsprach da. Nee. Der einzige Vorteil, den Hesse hat, dass man bis um 12 Uhr vollisotonische Getränke kaufen kann, das war's auch. Ja, bei euch macht's ja alles um 8 Uhr zu. Nö, macht er, es gibt viele, die der schon 12 Uhr zumachen. Aber die halbwegs intelligente Politik, in Anführungszeichen, also deswegen halbwegs, hat er andere Ambitionen diesbezüglich. Oh, das kann doch nicht wahr sein, dass es so lang dauert. Also in Hessen gibt's ja immer noch diesen schönen, Drogenring, oder? Was? 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 In Hessen haben wir hier noch immer noch diesen schönen Zungenbrecher. Den musst du irgendwann noch beibringen. Ein Schwab muss vieles lernen, aber keine Fremdsprache. So, wo haben wir einen? Exotic, perfekt. Wunderbarer Sprung. Bringst du irgendwann mal bei, dann kannst du es mal richtig bringen hier so im Stream. ich weiß nicht. Kommt dann die Folge. Hugi labert hessisch. Ja, genau, und dann kommt die NSA, dann kommt NSA, sag ich schon, dann kommt SEK und nimmt mich mit. Schwäbisches Einsatzkommando. Was sind sie denn für ein scheiß Bubble? So sieht's dann aus, Bosi, so sieht's dann aus. Und jetzt willst du auf deine Kappe nehmen? Das nehme ich gern auf meine Kappe. Ah, okay. Dass die Person eingebucht wird, mit der du am meisten spielst, ist okay. Oh, die Person kann ja meistens eh nicht, also. Was? Ja, die Person muss auch mal hochladen, den ganzen Scheiß. Und ich habe nur 10.000 Upload. Jetzt sagen viele, was? Ich habe 5.000 Down. So, Kavi, einmal. Ja. Nimm gleich die zum Aufladen mit und dann kannst du mir die hier vorne draufpacken. Ja, danke. Hey. Jawohl. Ja, ich habe hier gerade ein Problem. So, jetzt. Ja, du hast nicht nur das. Ja, nee, bei mir ist der Planet immer noch uneben wie Hölle. Ja, das ist bei mir auch gewesen, als ich gelandet bin. Ach, und Boogie tut da immer noch rumliegen. Lauf ich bei dir, KV, oder liege ich rum? Du läufst bei mir. Ha, guckst du mal, der halluziniert wieder, der Freak. Ich glaube, ich sollte mal reloggen. Obwohl, nein, dann bin ich schon wieder unten. Hi. Ja. KB hat ist schon ausgewichen und hat hier Dings positioniert. Seine Hydrozinte. Alles mit Hydrozin vollgeklatscht, ja, genau. Was irgendwie geht. Weil er kein Gemisch hat. Was hast du gemischt? Alter, ja, flip halt aus. Wer ist denn das? Posey, warst du das? Kann ich wieder Lager bauen. Guck mal bei unserer Handelsplattform nach, was er nun gebracht hat. Das interessiert mich mal. Ach so, ja, natürlich, natürlich. So, Handelsplattform. Du, ich hab ein Problem. Nix. Gar nix? Nö, da ist nix. Ja, der war aber knacke voll. Lol, ich hab ein Lager. Und er hat 4 Lithium angezeigt. Ich könnte ihn jetzt abschicken, interessanterweise. Was brauchst du denn? Gar nicht, ich hatte es nur gemacht, weil da 4 Lithium drauf standen. Ich hole mal 4 Gemisch raus, weil, ja, brauchen wir noch. Ja, 4 Gemisch? 8? Nee, nur 4, zeigt er mir gerade an. 4 Gemisch oder 4 Harz, was dir lieber wäre? Mir egal, Harz haben wir nur ein. Ja, jetzt hast du was mitgebracht. Nee, ja. Harz haben wir nur einen, ne? Nee, 9, wir haben Lager da. Steht da hinten rechts am Energie. Ja, gut, okay. Teil. Harz, organisch, Hydrazin, Laterit. Ich höre einen Sturm. Ich bring mal Malachit, lass ich ordern. Wo habt ihr denn das, Gar nicht? Doch, schon kamen wir hier doch. Doch? Ach, da drüben. Hier, komm her. Pause, hier drüben. Wo bist denn du? Ja, hier. Da steht bei mir ein Ding drauf. Ah, ja. Ich fall schon wieder runter. Tschüss. Oh, das nervt doch. Drücken Sie Escape. Ja, wie soll ich denn Escape drücken? Hier geht's einfach nur runter. Das ist, wie gesagt, ich hab hier... Ja, drück Escape, dann fliegt er wieder hoch. Ja, eventuell zweimal Escape drücken. Und wir haben bei mir gerade einen riesen Sturm. Bei euch auch? Ja, ja. Kommt.
Spiel wird gespeichert, cool. Wir sollten aber echt vielleicht mal reloggen, weil ich sehe hier echt nichts und ich habe übelste Löcher in der Spielwelt. Ja, dann machen wir noch gleich mal. Das Problem ist nur, da muss ich auch zurück. Ach, Posey, du hockst bei mir im Schiff? Mhm. Hä? Ich hab doch bis runtergefallen. Ich bin wieder hochgelaufen. Ach so, ach, du bist da. In die Höhle. Ach so, ich hab doch, du fliegst durch die Welt. Ach so. Nee, nee, in die Höhle unter uns. Ach so. Ja, dann sag das doch. Hab ich doch gesagt, ich bin ja, runtergefallen. Ja, ja, du bist, du fällst runter, dachten wir. Wir dachten beide, du fliegst durch die Welt durch. Eben. Achso, nee, nee, ich bin ja irgendwie schon dreimal in diese Welt runter. Der Boogie, der liegt immer noch rum. Ja, lass mich doch. So, Kavi, also, wir haben jetzt Kupfer hier am Start. Na gut, was wollten wir mit Kupfer? Eine Schmelze? Jetzt haust du mich das Lager rum. Ah, Mann. Warte mal, dann kommst du. Hast du jetzt eigentlich das Ding noch da. Noch gefangen gehabt oder? Nee, das liegt jetzt unten. Wer? Ding, was ich hatte. Das da. Ah. Weiß ich nicht, was du für ein Ding hattest. Dieses Forschungsding was, da. Was geht mich, was die Lager geht runter. Ist doch nett. Geht mich dein Ding an? Nee, das ist nicht anwesend. Wenn du das meinst. Ja, nee, ich bring's jetzt nochmal hoch. Vielleicht siehst du es jetzt diesmal. Ja, ja, die rote Kugel da mit den grünen Haaren da, habe ich schon gesehen. Ja, ich bin halt nur runtergefallen. Die habe ich anscheinend mitgezogen. Ja. Ich leg's mal beim Schiff ab. Okay. Sieht noch sicher aus. Hast du sie? So. Also einmal da ausbauen, dann einen Weg rüber, dann machen wir das hier nochmal. Dann sind wir da flexibel genug erstmal. So. Wie war das, KB? Das soll nicht so ein Riesenteil werden? Scheiße. Wer soll ein Riesenteil werden? Das Ding hier. Ich bestelle mir gerade nochmal Harz, weil ich hab's gerade ein bisschen was verbraucht. Ja. Und jetzt machen wir jetzt Planet für Planet durch. Ich werde mir noch mal Spindel 2 einstecken hier. Ja. Dann mache ich noch mein Lager. Ja, und dann du mal kurz mal hier zurückfliegen, speichern und ja. Boogie, ja. Wo bist denn du gerade? Beim KB. In der Nähe, also vom Energiekondensator. Ich sehe hier gar nichts, ich sehe überall. Ah, doch, da glitzt du rum. Guck mal, siehst du da die beiden roten Böppel? Am Raumschiff? Ja. Na gut, die habe ich gerade gefunden. Ich kann halt nur nichts machen, weil es liegt alles irgendwie so halb unter der Erde und backt alles rum. Ja, ja. Weißt du. Zum Beispiel hier, jetzt da unter mir backen 2 Lager rum. Ja, das sind auch Lager. Schmeiß die nicht rum, Alter. Die sind wertvoll. Alter, die backen bei mir hin. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Kann ja eine mehr wahr sein, du. Aber dieses Spiel, ne? Ah jo, hast du selber gesagt gehabt, das ist noch ein Early Access, noch Pre-Alpha. Ja, sag dich doch, bugfrei. Ja, ja. Nochmal Harz, okay. Nochmal so. Harz. Halt, da kommt nichts drauf. Weg damit, kusch damit. Wo ist denn die ganze Sache hin, du? Hä? Wo ist mein Lager hin? Hör doch mal hier ein Lager mit. Harz? Oh. Ich hab kein Lager mit Harz weggeschleppt. Die backen hier rum. Nee, das meine ich doch gar nicht. Da backt bei uns nichts. Wir haben nur zu wenig Lager gerade. Ja, eben. Irgendwer hat auch der Ton vom Sturm aufgehangen. Was? Nö. Das ging eben nämlich gerade nicht, weil wir keinen Strom hatten. Ah nee, oh, hinter uns kommt einer. Richtung. Wo ist das Energielager hier hin? Ich hab nichts weggenommen. Wir brauchen da Energielager. Osten, ne? Seht ihr, oder? Was denn? Der Sturm Richtung Osten. Ja, ja. Ja, aber der ist. Der zieht vorbei. Posey, hast du hier ein Energielager und Generator und 2 Solarzellen weg? Nein. Okay. Weil genau nicht das fehlt hier. Was für ein Energielager? Ah, an der Fabrik. Die Batterie. Wie gesagt, Boogie, ich kann nichts machen. Ich habe hier überall Löcher im Boden und sonst irgendwas alles.
Hier hinten steht eine Batterie. Was soll die denn da? Weiß ich nicht. Die gehört doch normalerweise da hinten rein. Ja, ist jetzt auch egal. Lager, Solarmodul, so. Bauen. Was brauchen wir für die Fabrik? Ja, dann stell die woanders hin. So, aufladen. Was für eine Fabrik? Der Drucker meine ich, sorry. So, okay, wieder ist ein Lager. Dankeschön. So, ich brauche jetzt noch schön welche. Oh, wie süß, das Lager liegt da unten bei mir. Hm. Posi, nee, siehst du ja nicht. Und ist wieder runtergefallen. So, weil ich mache jetzt mal kurz die Endstation frei, dann machen wir jetzt kurz mal eins und fliegen zurück. Ich habe halt hier noch die normale Hügellandschaft, ne? Ja, ja, passt schon. Und es sieht halt sehr witzig aus, wie ihr da drin rumklitscht und die ganzen Gerätschaften, Lager und alles. So, so, da ist noch eins hart. Dran. Das ist gut. Aber das packt man lieber ein bisschen mehr von der Kante weg. Ja, ja, es war nur schön professorisch. Ja, ja. Dann so eine Kante. Ich sehe ja keine Kante. Du gibst dir vielleicht die Kante, Pausi. Gib Kante. Warum habe ich organische Ressourcen? What the fuck? Und ich habe schon wieder... Ich weiß nicht, irgendwas buggt bei dem Spiel, aber übelst. Ich habe schon wieder gemischt, ohne dass ich irgendwas abgebaut habe. Ah. Sei doch froh. Dann lagere ich es mal da ein. Einmal das da, das organische. So, ich baue jetzt mal... Ja, ja, okay, also ihr sagt, wir reisen jetzt definitiv zurück, weil das wird gerade immer schlimmer. So, okay, wie noch im Lager. Ich glaube, das reicht erstmal, oder? Wo, wer? Ja, hinter dir. Lager, hast ganz viele. Ja, alles klar, das reicht dann erstmal. Gut, weil dann müssen wir hier kurz, wie gesagt, zurückfliegen und dann starten wir kurz mal alles Spiel schön neu und dann sollte es wieder zucken. Ja, ich schmeiß die anderen Lager nur erstmal da drauf, damit die nicht weg sind. Wow, geile Windturbine mitten im Boden. Ja, läuft, kein Schnitt. Erdwärme. Ja, ich sehe halt nur so, Nee, nicht die leeren Lager, Boogie. Nicht? Die leeren Lager kann ich doch hier vorne brauchen. Ach so, war das gedacht. Ach so, okay. Boogie, ich sehe halt einfach nur das erste Weiß und den ersten roten Strich von der Windturbine. Ja, glaube ich. Ach, du kannst ja so schon mal zum Schiff gehen, mein Kleiner. Ne? Ja. Posey. Ja. Und Kavi, du kommst auch mit, wenn du soweit bist? Ich komme auch mit, ja. Warte, ich kann... Wow, sag schon, was ist jetzt los? So, dann fliegen wir zurück. Ist ja immer noch wohl bemerkt hier. Oh, Boogie, du bist aufgestanden bei mir. Oh, ey, guck mal, das Spiel entbuggt sich von selbst. Hat eine eigene Repair-Funktion. Ach alle so, drin? Ja, das ist so lahm. Ja, nee, das ist ein anderes Ding. Die Käfer läuft noch rum hinten. Ah, ich seh's gerade. Was du vermisst hattest, Batterie, die hatte ich da hingestellt. Ach so. Weil? Ja, weshalb eigentlich? Ja, weil ist ja die Fabrik wieder kein Saft. Ach so, das geht nicht? Nee, das war ja das vorhin das Problem, dass der Drucker nicht mit Strom versorgt wird. Kein Problem. Ach man, diese glitschenden Lager und alles, das sieht so witzig aus. Kann ich mal ein Foto machen und schicken, ne? Ja, warte, ich mach mal ein paar Fotos, wenn du willst. Ja, mach mal. So, zum Raumschiff, so. Sagtest du? Yep. Und jetzt... jetzt kommt das Lager raus. Okay, Pausi, wir sind auf Flugbereit. Kommst du mit? Ja, warte ganz kurz. Nee, ich mach hier nochmal ein Foto. Nee, du. Lass den Scheiß mal, du. Nee, du wolltest die Fotos haben, ne? Ja, jetzt komm mal, nee. Reicht eins. Jo, ich komm mal. Komm mal, steig mal ein. Makine. Haben wir ein Klo überhaupt an... Oh, was ist das? Nett. Musst du durchhalten, nicht in 2 Lichtjahre. Wäscheklammer nehmen. Warum hat man Anzug kein Klo? Was, hast du den Anzug in die Tür geklemmt? Ah, oh, so ein Vogel, du. Wie bitte? Hat er seinen Riemen in die Tür geklemmt, du. Nö. Oder schreib ich erstmal in die Diskussion. Bugfrei. Ja. Bugs, nein. IDs. Sign up to Dings? Nein, ich will nur da reinschreiben. Was soll denn der Bullshit? Piep. Posi. Zügeln Sie Ihren Wortschatz. Ja, haben wir es doch, ne? So, wie verpasst ihr? Jetzt denkt sich Kavi gerade, Alter, halt die Schnauze, es hört sich so schlecht aus. Neue Diskussion starten. Toilets.
Nein, er haut ab! In Sparse. Du Bastard! Bullet in Sparse, das kommt dann in kleinen Tröpfchen geflogen. Und läuft, fliegt dann waagerecht. Hallo. One-Shot-Kill, mein Freund. Das ist wie so ein Stein im Sturm. Scheiße. Jetzt bin ich blöd gesprungen. Was hast du jetzt wieder gemacht? Ach, nichts Schlimmes. Ich guck mal. Oh Gott. Okay. Was du gemacht hast. Warte mal, jetzt kann ich eigentlich warten. Der andere kommt ja auch gleich. Wüstenhaft. Ja, ist ja gleich da. Ja. Das kommt gleich, du. Kommt gleich. Gleich kommt ihr vorbei. Gleich kommt die Haltestelle vorbei und dann springen wir drauf. Okay. Der Mond ist schon da. Wow, wow, Frames, I miss you. What the jetzt, fuck? Ich kann nicht klicken. Jetzt ist er da. Ja, ich kann nicht klicken. Okay, was musst du jetzt machen? Leute, warum, ist los? Warum ich? Mach mal, ich kann nicht anklicken. Keine Ahnung. Mach schnell, der steht weg! Ja, ich hab doch gedrückt. Ich bin aber jetzt auf einem kargen Planeten gelandet. Posey? Hm? Kannst du vielleicht mal in das Spiel wieder reintappen und gucken, ob du irgendeinen Planet anklicken kannst? Ich kann nichts machen, nur mein das Flugzeug fliegt irgendwie voll verbuggt. Und ich weiß nicht wieso. Ich fliege die ganze Zeit durch den Planeten durch, den roten. Super, ich kann nichts anklicken. Ich steuere gerade das Raumschiff und bin gerade vom kargen Planeten gestartet. Ah, warte mal, jetzt habe ich hier den orangenen Planeten vor mir auf einmal. Den wüstenhaften meinst du, den roten? Ah, jetzt kann ich wieder was machen, okay, passt, gut. Hä? Ist doch der... Ah, bewegt sich mal nicht so viel. Doch ein Raumschiff. Wo ist er denn, da ist er. Ey, was ein spiel das Ding drauf hat, ne? Ja, geht gut ab, du. Ja, waren wir im Orange schon auf einmal... Ich hab jetzt zwei dieser weißen Kreise. Ja, das ist vollkommen in Ordnung, das ist richtig so, das gehört sich so. Ich sollte mal den anderen Planet seinen Arsch herbewegen. Hei. Hallo, Mr. Planet. Atomspiel spielt EGS. Ah, schön. So, jetzt ist er da. Bei mir ist er jetzt drin im Orbit. Negativ. Ich hab den roten Planeten vor meiner Nase. Wir sind gerade am roten Planeten. Ja, bei mir habe ich zwei Kreise. Ja, jetzt komm mal her, du verstrahlter Planet. Hopp, 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 hopp. Wollten wir doch gar nicht, oder? Nee, aber das Einzige, was gerade funktioniert hat, zum Anklicken. Der Kage ist jetzt da. Nee, verstrahlt. Verstrahlt ist jetzt, genau. Ja, dann will ich kurz hin und dann hoffe ich, dass ich von dem aus weiterspringen kann. Habe noch ein paar Sprünge frei, von daher. Ich konnte jetzt eben sehen, wie das Raumschiff darüber düste. Ah, sehr schön. Das freut mich. Weil ich nämlich wieder oben im Orbit hocke. Ja, hoffe ich auch. Das ist toll. Jetzt warten wir einfach, bis der Planet da ist. Ah. Wo ist er denn? Hi, wo ist er denn? Ja, far away. In my shadow on the ground. Ah, er kommt aber. Ja, demnächst in ihrem Kino. Ihr Heimatplanet. Zerstört. Nein! Ah doch, jetzt dringt er in unser Sprungfeld. Umkreis dringt da ein, in so ein Radius. Aber nicht, dass du jetzt erzählst, er dringt in uns ein, das wollen wir nicht. Ja, das wird dann, werden wir sorgefrei, glaube ich. So, jetzt, Stelle, ab Heimat. Ja, so viel ich sehe euch düsen. Oh mein Gott. Ja, also, unseren Heimatplaneten schon mal. Ja, ich muss jetzt sagen, also, die ganzen Sprünge mit dem Kleinen hätte irgendjemand rausgehen müssen, nachtanken. Ja. Oh, da unten kommt unsere Base. Ei. Das Segelboogie. Nee, ich flieg mal, ne? Jetzt ein Segel rausholen? Ich weiß nicht. Ja. Alter, Energiespar. In dem Fall, ne? So. So, alle raus hier. Flucht. Boah. Wir sind angekommen. Frame Drop incoming. So, ihr habt euer Inventar geleert? Nein. Habt ihr nichts drin gehabt mehr? Achso. Bin gerade dabei. Gut. Posey rennt halt wieder irgendwo hin, ne? Und dann wundert sich, dass er weg ist.
ich leer. Ja, nee, das ist Ding. Gut, dann warte ich noch kurz, bis ihr draußen seid, ne? Dass der Sauger nicht irgendwo in der Base rumliegt. Das war mein Grund. Ach ja. Da. Okay, bis gleich, Leute. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück am Stück. Wir fliegen jetzt mit 2 Schiffen, haben alles vorbereitet für die nächste Expedition. Mach hin, er ist gleich wieder draußen. Achso, ja, sorry. Feuer, KW, Feuer. Ja, nee, ist zu spät. Er ist wieder raus. Nein! Ich habe ihn nicht mehr gekriegt. Okay, dann warten wir kurz auf dich. Wobei, wir können ja schon mal landen. Wollte ich gerade sagen, du kannst ja schon Habitat aufbauen. Genau. Nee, das ist eine doofe Stelle. Die sieht nicht so geschickt aus. Die ist eh doof. Das ist vorbei, das kann nicht gut sein. Geh mal dahin. Ich warte im Orbit, bis ihr so weit seid. Wir müssen halt gucken, dass wir flattern und so weiter, aber das dürfte ja kein Problem sein. Das ist sowieso sogar nach. Naja, ich nehme die optimalste Stelle gerade. Mal weiter fliegen oder was? Was? Nee, wir probieren es mal. Lass mal kurz hier was ausstellen. So. Das Habitat tue ich mal kurz runter. Wobei. Scheiße, ich habe schon eine Solarzelle am Start. Nee. Fuck, ist immer nicht aufpasst. Wobei, die kommen aus gemischter Stelle kurz. Ja, der vor allen Dingen generiert ja auch so ein bisschen Strom. Ja, er gibt's hier Generator, Leuchtfeuer, Wind, Fahne, Solarmodul. Boogie, meinst du, das Ding tötet mich? Ich würde es nicht ausprobieren. Vorläufig. So. Ach so, aber auf dem Ding hast du nichts ausgetan, ne? Bei den Geysiren. Das weiß ich nicht. Ich habe gar nicht gesehen gehabt, was das war, wo du hin wolltest. Das hier. Dieses komische mit den Zähnen. Irgendwie wackelt es hier gerade. Jo, hast du schon Habitat stehen? Negativ. Ich baue es mal kurz auf. Aber ich sehe dein Schiff. Echt? Ja. Ja gut, dann kannst du ja da landen. Guck mal, da ist Kevi, da fliegt er im Weltall. Hä? Aha. Jetzt ist er weg. Müsst ihr gleich kommen. Also die Frage, er landet direkt auf dem Schiff. Ich lande direkt in dir. Wir stehen beide zusammen in einem Dingens. Alter, was ein Schiff mit 8 Plätzen jeweils. Na, weißt du was, ich platziere das Ding jetzt einfach fertig. So. Ja. Schon getan. Ende Gelände. Jetzt stehe ich genau in deinem Schiff. Geiler Scheiße. Aber hundertprozentig. Achtung, da sind diese gemeinen Monster hier unten. Okay. Oh, ich bin jetzt im Erdboden. Ach ja, ich glitsche immer noch auf dem Boden rum. Ach so, du robbst, meinst du? Ja. Gut. Dann nehme ich meine Ladung Harz. Müsste die hier sein. Genau. Ich kann machen, was ich will. Ich liege immer auf dem Boden hier. Wer baut hier gerade ab, wo ich stehe? Falls mich einer sieht von euch beiden? Keine Ahnung. Ich baue doch irgendeine ab. Seht ihr mich beide oder nicht? Ich weiß gerade gar nicht, wo du bist. Ja, Boogie, dich sehe ich. Ich stehe hier. Ja, das ist KB oder so, wo das macht. Kevin robbt ja. Ne? Oder? Siehst du mich, Boogie, vor dir? Ja, du läufst doch gerade rum wie so ein Freak. Genau, und hier sind Sachen abgebaut worden auf einmal. Und ich weiß nicht warum, weil Kevin sehe ich gar nicht. Das war Kevin? Ich sehe Kevin nirgends. Echt jetzt? Ja, ich gehe mal ganz kurz hier rein. Wow, okay. Weil hier entstehen gerade übelste Löcher vor mir. Ja, das ist Kevin. Böses Kaby. Können wir die nicht zerstören, die Viecher, oder wie ist das? Dinger hier? Ja. Tun die überhaupt einem weh? Posey, was für eine Frage. Das Ding ist so groß, es kann die verschlucken. Und hat Zähne, ich glaube ja. Kaby, würdest du mich schon mal abholen im Notfall? Ja, nein, vielleicht. Was denn? Würdest du mich eventuell vom Hauptplaneten nochmal abholen gleich? Vom Hauptplaneten? Oh ja, der will sich umbringen. Was weiß ich warum. Ja, ich will gucken, ob das Ding tötet oder nicht. Natürlich! Natürlich tötet der. Habt ihr schon ausprobiert? Ich weiß es. Aber Okay. Du kannst mich gleich mal abholen. Ich kann ja sowieso, ich muss sowieso zurück.
weil ich ja nur die ganze Zeit hier auf dem Bauch rumglitsche. Nimmst du denn das Dreier-Schiff? Nein, das nimmt noch nicht. Nimm jetzt eins, wenn es geht. Also ich nehm sowieso gar nichts. Ich nehm den Freitod. Ach so, okay. Ja, warte mal, ich werde mal hier an das Lager, werde ich mal schnell meine Energie und mein Dingens dran packen.